Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge sind wir endlich auf meinem eigenen Server Inferno unterwegs. Ich bin absolut gehypt und absolut sprachlos gewesen, als ich gesehen habe, wie viele auf meinem Server beigetreten sind. Grüße gehen da an der Stelle erstmal raus. Und natürlich hatten wir auch in dieser Folge wieder absolut nette Bekanntschaften und die absolut kranken Fights. Alter, was ist hier los? Mein Gott! Wow, es fängt gleich eine große Schießerei an. Auf jeden Fall jetzt schon ein geiler Server. Ich weiß, liebe Leute, dieses Video ist nicht ganz so lang wie die ganzen anderen DayZ-Videos, aber ich wollte euch einen Eindruck geben von dem ersten Tag auf meinem Server. Und natürlich ist es im Pavlovo Military auch schon ganz schön abgegangen. Oh, Schuss von hinten rechts, Zeleno-Stein. Ich lenke das Feuer ein bisschen auf mich, falls er auf mich Aim hat. Hat nicht getroffen. Ja. Okay. Ja, von hier oben, von den Steinen, ich kann das beschreiben. Ich bin oben auf dem Haus da. Ich bin leer geschossen, ich brauche Hilfe. Liebe Leute, ich möchte auf jeden Fall noch einmal riesen Dankeschön sagen für euren ganzen Support und dass ihr natürlich auf meinem Server spielt. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich babbel gar nicht weiter, jetzt geht's rein in das Video. Da vorne steht doch einer am Tower. Nicht am Tower, sondern am Zelt. An den Zelten ist schon gesehen, ja. Oh, da ist er. Da sind drei Stück hier vorne. Hallo? Hallo? Na? Grüß die. Ach, da ist der Kendo wieder mit dabei. Und ihr seid friendly, ja? Ihr seid friendly? Ja, wir sind ja mit Kendo unterwegs. Dann ja, dreht euch mal um. Hier sind wir. Lol. Guten Tag! Nehmt ihr gerade auf? Woher? Hallo. Ja, ich nehme jetzt gerade einfach mal so ein bisschen auf, gucken mal, was so passiert. Nice. Wir haben die gerade da hinten getroffen im Gebäude. Das heißt, was ist euer Plan jetzt? Was habt ihr heute noch vor? Einfach töten, oder? Ah, okay, also Green Mountain ist soweit mal fertig. Die Safe Zones stehen auf jeden Fall schon. Also Green Mountain ist fertig, Radio Zenit wird gerade noch fertig gebaut von Schoko und Schakal. Und wir sind halt jetzt mal hier unten. Achso, ja. Ja, wir haben die da hinten gerade getroffen. Wollten uns hier halt noch was holen für den Trailer. Und ja. Okay, an und für sich. Genau, an und für sich gibt es noch keinen Trader, also wo man Sachen verkaufen kann. Das wird wahrscheinlich erst funktionieren, wenn der Killfeed das möglich macht. Wie lange dauert das so circa? Da habe ich keinen Einfluss drauf, das ist das Problem. Den Killfeed selber habe ich ja nicht gemacht. Das heißt, der, wo den Killfeed gemacht hat, wie lange der halt braucht. Ja, okay. Hallo. Hallo. Moin. Oha, was ist denn jetzt los hier? Alle friendly auf dem PvP-Server. Ja, was geht denn jetzt ab? Alter, was ist hier los? Mein Gott! Es fängt gleich eine große Schießerei an. Ja. Wer hat das gesagt? Ach so, Leben ihr wollt nicht sterben? Ach so. Ja, ich glaube, die haben echt vor zu sterben. Ja, sehr cool, ey. Hier alle friendly auf dem PvP-Server, oder wie? Ja, kann sich auch schnell ändern, ne, aber... Keine Ahnung. Friendly ist auch von Anfang erstmal gut, oder? Ich mach für die Hand, Jungs, mach keinen Scheiß. Moin, Teufel. Servus. Na? Schon nice, dass du jetzt dein Server hast. Auf jeden Fall jetzt schon ein geiler Server. Sehr gut. Nice. Und wo wollt ihr noch so lang ziehen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir wollten eigentlich erstmal hier kurz Balota, weil wir nicht wussten, seid ihr jetzt wirklich friendly oder möchtet ihr fighten? Also die anderen, die kenne ich nicht. Also ich war der geschrieben hat, wir sind im Haupthaus halt. Ah, okay. Die zwei hier, die kenne ich nicht. Und die Safe Zone, also ich habe von der Safe Zone gehört bei Green Mountain. Und die ist da, die Safe Zone Green Mountain ist fertiggestellt. Und Radio Zenit, da ist gerade Schoko und Schakal, die bauen es gerade fertig. Okay, und wie sieht das da aus? Also wie verstehe ich das? Kann man sich da nicht umbringen oder? Ja, rein theoretisch, also so ist jetzt mal das Regelwerk. In den Safe Zones wird nicht geschossen und die Safe Zone wird nicht abgecampt oder wird auch nicht rausgeschossen. Okay.
Okay. Wir hatten halt Safe Zone so geplant, dass wir da hingehen. Keine Ahnung. Am LKW ist der. Am LKW. Ja, okay. Leben noch alle? Ich ja. Ist er tot? Wer ist gestorben? Ich glaub Luca. Nein, nein, ich bin noch da. Er ist nicht am LKW, Leute. Main-Gebäude, oder? Ja, Main-Gebäude. Kendo ist gestorben. Ah, ich sehe ihn, der ist hier drin. Okay. Kannst du ihn vom Fenster ausholen? Ich hab ihn. Ist dead. Nein. Jetzt gucken wir, ob noch alle leben. Blute einmal. Kendo ist gestorben, weil du blutest. Ja, bin schon dabei. Ja, der Loot ist halt jetzt in der Wand, das ist nicht so schön. Warte, vielleicht kann ich den so draußen looten. Schneid ihn auf. Ja. Genau, wenn du ihn zerschneidest, dann droppt das alles raus. Warte, ich schneide, ich hab was. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir haben uns natürlich verabschiedet von dieser Gruppe und sind dann erstmal nach Pavlovo Military. Warte, jetzt habe ich das Magazin im Inventar. Jetzt nimmst du das Magazin in die Hand? Oder ist... Nee. Ja, genau. Und dann gehst du auf die Kugeln. Bex? Ja. Ja. Okay, Zombie, oder? Spieler bei mir. Hat der von... Oh shit. Aber auf den wird auch geschossen. Ich sehe ihn. Ich bleib mal hinten drin. Auf dem Berg ist aber auch noch einer, ne? Der Schuss war ich nicht, oder habt ihr eben geschossen? Bist nicht du da, ne? Nee. Okay, dann ist er dead. Der eine ist dead. Oh, ich muss zumachen hier, sonst gehe ich drauf. Der bei mir in der Baracke noch nicht. Der ist... Ach shit, das war ich. Jetzt habe ich das Magazin in der Hand, okay. Munition. Kombinieren, Kreis drücken dann und dann kannst du R2 gedrückt halten. Ich hab da kein Kombinieren. Das Magazin ist, glaube ich, voll. 10 Schuss müssten drin sein. Wie viel sind? 30 Schuss sind drin. Ja, nee, 30 im VSD-Mag? 30 Schuss KA-101. Ah, nein, das war die falsche Munition. Ah. Für dein Scharfschützengewehr wäre rein theoretisch. Spieler, okay. Spieler, hier vorne am Haus. Ja. Zieh durch. Bex, auf welcher Seite? Vom Berg, den müsste ich weggesniped haben. Einer rennt noch hier um die Baracke rum, wo ich hier bin. Gut, dass der nicht schießen konnte. In welcher Baracke bist denn du? Der ganz hinten. Krankenhaus raus und rechts. Da habe ich keinen Blick drauf. Es sei denn, ich gehe aufs Dach. Ja, er steht davor. Warte. Ich gehe aufs Dach. Junge, würde sagen, Balota heizt mir auch durch. Versuch ihn hinzuhalten. Er rennt hoch. Da wird schon so geschossen in Balota. Am Main-Gebäude, hast du die Schüsse gehört? Mhm. Ich sehe ihn. Sehen auch. Ich mache mal wieder den Spielsound lauter. Stark. Okay, den da hinten, der ist auch tot. Es war einmal Zelenoberg und bei dir, ne? Nur die zwei waren das. Stark. Läuft doch hier auf unserem Server. Türe offen bei mir? Ich komm rein. Ich auch. Okay. Achso, okay. Ja, ich bin ganz oben. Hallo Schoko. Hallo. Ich muss mich aber ganz kurz mal ausloggen. Jo. Mhm. Bin sofort wieder da. Kurze Info hier an dieser Stelle. Wir haben gewartet, bis meine Energie wieder voll aufgeladen war und haben uns dann auf den Weg nach Komarovo gemacht, als wir wieder Spieler an der Police getroffen haben. Spieler? Ich würde das gerne als Podcast hochladen. Vorne an der Police. Oh, wie sind wir reingehen? Die rennen direkt. Wollen wir mal reden oder versuchen? Weiß nicht. Ich auch nicht. Ich geh einfach hin und geh mal hingucken. Die sind oben drin, die spotten, Vorsicht, die spotten. Ich bin dran schon an der Police. Ja, einer war gerade oben. Ness Noobs heißt der eine. Also töten meinst du? Weiß nicht. Ich bin auch an der Police. Yo, was geht ab, Mann? Kommt raus, wir stecken unsere Waffen weg. Ich komm rein,
Okay. Und steckt aber bitte eure Waffen alle. Ja, klar. Okay, gut. Hallo. Ah, Pex. Ja, guten Tag hier. Zeit durch, Lano. Ja, hallo. Hallo. Na? Ja, wir wollten hier gerade weiterlaufen, auf einmal kommt ihr dann mit so einer ganzen Mafia angelaufen. Ja, du willst doch Mannstärke zeigen. Ja, wir haben uns gedacht, what the fuck, und sind wieder reingegangen. Ja, ich glaube, das war, ja, erschreckend, ne? Ja, ich habe nicht gezählt, wie viele ihr wart. Katzer dumm, also dich kann ich nicht hören wegen dem Helm, ne? Falls du reden möchtest. Oh, ja. Hätte die irgendwie was zu essen oder so? Ich habe ich kann dir hier noch eine Zucchini geben. Mehr habe ich jetzt leider. Oh doch, warte. Ich kann dir noch Dosenpfirsiche, falls du die siehst. Ja, ja, noch eine offene Dose. Danke. Stark. Ich würde euch und was geben, wenn ich was hätte jetzt. Und was haltet ihr von dem Server? Gut eigentlich. Eigentlich? Ich bin halt eigentlich gut. Also erschießen oder? Nein, Spaß. Nein, ich habe heute Mittag gesehen. Mhm. Ich bin halt jetzt erst eine knappe Stunde so hier drauf, weil ich noch woanders war noch. Okay. Oh, ich verliere Leben. Und dann eigentlich war vorhin, habe ich noch einen Korrekten getroffen, der hat mir Essen gegeben. Dann wurde ich erschossen. Und dann wollen wir jetzt eigentlich hochlaufen gleich. Okay, also querbeet alles durcherlebt, was Daisy so anbietet. Ja. Ja, nice. Seid ihr im Discord? Hier. Nee, noch nicht. Also wenn ihr wollt, joint einfach dem Discord. Ja. Da habt ihr dann immer die neuesten Informationen, wenn ich am Server irgendwas verändere oder besser mache oder sonstiges. Da könnt ihr auch gerne reinschreiben, was euch nicht so gefällt. Und Killfeed natürlich. Dann seht ihr auch, wo die Kills passiert sind, wer wen gekillt hat, mit welcher Waffe. Ja. Bleib mal stehen. Okay, gut, wollen wir weiter, ja? Ja, würde ich sagen. Ich fliege. Ich fliege. Jo, viel Spaß euch. Bleibt am Leben, Leute. Also bis dann. Ciao, ciao. 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 Tschüss. Lutz, Schoko und Percy sind noch an links. So. Leute, da vorne liegt ein Spieler, ne, vor der Polizeistation. Der wurde erschossen. Ja, er hat ja gerade gesagt, er hat jemanden angegriffen. Mit einer Pistole. Ach so. Lutz und Schoko sind noch. Er wurde. Ja, gut, wir können auch irgendwo kurz chillen. Ja, dann lass uns noch bis Balota Airstrip und da dann, oder? Balota Stadt. Ja, oh, Balota Schuhe. Stadt. Bex, du hast einen richtig schönen Rucksack, muss ich mal so sagen, ne? Ich hab so, eine Multi geschluckt. Noch so richtig Bambi-mäßig unterwegs. Auf unserem eigenen Server. Die Dings waren aber auch mutig, ne? Ein Komorobo auf der Polizeistation. Ich hätte die beiden im Visier nämlich oben. Ja. Kannten uns halt wieder, ne? Uns kennt halt jeder hier auf Server. Ich glaube, ich bin krank. Meine Gesundheit geht runter. Alles klar, also erschießen, meinst du? Was? Nee, deine Gesundheit geht runter, weil dir noch kalt ist. Schau mal auf das Thermometer unten. Rechts bei dir geht es runter. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch. Genau, wenn es nach oben geht, dann wird dir wieder warm und dann. Okay. Gucken wir mal, was hier Balota Airstrip so abgeht an der Stelle. Ich glaube, wir werden jetzt fett ins Fettnäpfchen treten. Ha! Hat er nicht gesagt. Was fett, Mann? Du malst immer den Teufel an die Wand. Der Teufel malt den Teufel an die Wand. Kurze Info an dieser Stelle, nachdem ich auf Balota Airstrip erschossen wurde von unserem guten Camper, Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus, haben wir beschlossen, dass wir uns wieder in Pavlovo Military treffen werden. Let's go. Lutz, du bist am Start, ne? Ja. Da. Oh. Schuss von hinten rechts, Zeleno Stein. Ja, ich seh ihn, der sitzt da oben. Ich komm von links. Ich umlauf dir ein bisschen. Ich seh ihn nicht mehr. Ich lenke das Feuer ein bisschen auf mich, falls er auf mich Aim hat. Nö. Hoffentlich ist er nicht gut. Hat nicht getroffen.
Ich probiere es nochmal. Auf dem Stein. Ich sehe es nicht. Ich seh ihn. Okay, ich push ihn nochmal, ich trill ihn nochmal. Datenhit. Läuft jetzt Richtung Weg. Ich gehe hoch aufs Dach. Gegeben mit der La. Vorderer Weg oder hinterer Weg? Da, wo wir vorhin auf den geschossen haben. Nice, okay. Ich bin unten an der Mauer. Bist du das, der da oben schießt? Ja, ich hab einen, aber auf mich wird geschossen noch. Da ist einer mit einer grünen Armbinde. Ja. Ich hab Zero Speedy. Speedy ist tot. Okay, ich hab den anderen. Stark, stark, Jungs. Speedy, mein Alter! Da musst du früher aufstehen. Grüße gehen raus, Digi. Ah, und ich hab einen Waldi erwischt, aber pass auf, die waren eigentlich zu dritt, ne? Oh, okay. Ja, ja. Ich hab einen noch gesehen. Auf mich! Auf mich! Von wo? Ich bin rotes Leben von hinter uns. Wo? Im Wald. Ich sehe ihn. Im Wald. Sehen auch. Hab keinen Augenkontakt, sehe ich. Ja, von hier oben, von den Steinen, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin oben auf dem Haus da. Ich bin leer geschossen, ich brauche Hilfe. Krankenhaus. Hab ihn. Stark. Okay. Ist dead. Ich hab rotblinkendes Leben, ich muss mich auch verbinden, sonst hätte ich dir geholfen. Alter, Leute, macht doch mal hier nicht so eine Taktik hier. Aber stark gespielt, Leute. Grüße gehen da raus an der Stelle. Hat Spaß gemacht. Ich wusste, die waren zu dritt. Warum fang ich schon zu looten? Da hab ich rotblinkendes Leben. Ja, okay. Ich muss kurz schießen. Ich kann meine Waffen nicht wechseln. Bin ich bei euch oder nicht? Huh. Was? Bin ich bei euch auf dem Server oder nicht? Wie sieht man das? Jo, warte mal ganz kurz. Du musst schon auf Inferno gehen. Mich einfach so ich hab so Zombie-Aggro. Alter, ja. Der viel Magazine. M4. Die waren full equipped. Ja. Ich hab scheiße hohe Framedrops gerade. Ach, der Schüsse weich. Okay, ich hab die eingesperrt, alles safe. Wer läuft da im Krankenhaus? Ich. Ich hab 5mm Ausdauer. Ja, ich geb dir Deckung. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir haben uns nach Pablo Military, Speedy, Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle noch einmal raus, haben wir uns auf den Weg nach Kamenka gemacht, als wir plötzlich Schüsse auf den Straßen gehört haben. Mega real, neben mir hat einer geschossen. Oh, dann bist du bei uns. Ich blute, meine Schuhe sind kaputt, by the way. Ja. Egal, ich push mit, ich habe eine Schnittwunde. Warte. Ja. Verbind dich. Hier vorne, schwarzes Häuschen. Direkt da davor. Wieso sind denn meine Schuhe kaputt, bitte? Okay, let's go. Hinterm Jamaika, glaube ich. Alter, was ist da los? Ja? Ich gehe über den Zaun. Bei mir leckt so hart, ne? Hinterm Roten, die Zombies sind gepult. Die wurden getriggert. Mitten auf der Straße steht er. Zwei Stück. Ich sehe sie. Ich komme von weiter links. Sehr schön, einer ist down. Einer mit Gilly oder was? Das war eine was Nate, ist der ja. Gilly ist Hexenhaus. In die Richtung. Hä? Ich sehe ihn. Da kamen wir doch her. Nee, Hexenhaus vorne nochmal, das Grüne. Welches Hexenhaus? Grün. Genau vor dir jetzt. Das grüne Haus. Ich bin schon Höhe Hexenhaus, aber so. Tim, sei froh, dass du hier bist, Alter. Hier die Zombies spawnen auf einmal alle hinter mir. Alter! Kann der rausschießen, wenn ich direkt drauf zulauf? Ist der ins Grüne rein, oder was? Ich hab nur gesehen, dass er ans Grüne ist. Ich weiß nicht, ob der ins Grüne ist. Nicht, dass der da hinten im Busch liegt. Ah, der sitzt hier, sitzt einer im Busch. Hit. Der ist beim schwarzen Haus danach im Busch. Also dem Haus nach dem Hexenhäuschen. Hat einen Hit. Nochmal von der La. Das leckt gerade extrem. Aber nicht im Busch. Ich seh ihn. Ich renne über die Schiene, Achtung. Hat nochmal einen Hit. Der hat einen Hit bekommen. Ich blute wieder. Der ist im Haus der hier drin. Im gelben Häuschen. Achtung, jetzt bin ich der hier langläuft. Ich komme. Blutet nochmal. Der schießt durch die Türe. Wenn ihr von der anderen Seite kommt, habt ihr ihn. Hab ihn. Nice, stark.
Schön. Bumblebee. Ich muss mich verbinden, hat einer noch Bandagen? Ich hab gar nichts mehr. Wer ist hinter mir? Wer ist hinter mir? Wer ist das? Achso. Ich hab nichts mehr, Leute. Nimm dir die Schuhe von dem, ne? Aber ja. Weißt du was? Aus. Oh, nochmal. Sorry, alles sorry, gut? Sorry. Was brauchst du? Wo, Leute, wo seid ihr jetzt? Kamenka? Ich bin verhext. Ja, ich bin tot. Der hat nochmal eine Bottle. Warum bist du tot? Er verdurstet. Er hat für die Mosin auch noch Pfannenmantel. Also den Gilly auf der Straße hat dich geholt, ne? Ne, den ja. Gilly hat ich jetzt geholt. Ähnliche Gilly, den Typen. Ja, ja. Den anderen, ja. Nimm ich mit. Bambi vor uns auf der Straße. Yep. Ich weiß nicht, was der in der Hand hat. Yo, Bro, what's up? What's up? Hey, what you doing here? Just spawned in. Oh, nice, man. You guys? Yeah. Yeah, so we walked a little bit on the coast and look what happens. Are you alone? Or you have friends? I have friends. I'm looking for them. We have a huge base. Oh, where's the base? So I know you don't want to tell me. Okay, we don't. I promise we don't raid it. Whoa. Really? It's all the way out, like, it's somewhere on the top left of the map. Oh, okay. Yeah, okay, man. So, good luck. Stay safe, stay friendly. Okay, bye-bye. Do you need something to drink or to eat? Take it. Okay. Stay safe. Okay, bye-bye. Bye. Wer aimt da auf mich? Ich. Hier, aim doch mal hier in die Richtung. Unfassbar. So, liebe Leute, wir wären dann schon wieder am Ende von diesem Video. Bevor ich es vergesse, ich möchte mich natürlich noch einmal bei der Armada Crew herzlich bedanken, dass ihr natürlich mir da zur Seite gestanden habt, um diesen Server natürlich am Laufen zu kriegen. Liebe Leute, ich weiß, dieses Video war jetzt deutlich kürzer wie die anderen Videos, aber wie schon am Anfang gesagt, ich wollte euch einfach einen kurzen Einblick von dem Server geben. Ich hoffe, er hat euch zugesagt. Über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich wieder megamäßig freuen. Und hier in der Endscene habe ich wieder für euch, wie gewohnt, andere DayZ-Videos verlinkt. Schaut doch mal vorbei, vielleicht findet ihr noch das ein oder andere gute Video. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.